Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute haben wir etwas sehr Spannendes, was sich in den letzten Tagen ereignet hat. Es gibt einen gewaltigen Twitter-Krieg und ich weiß nicht, wer von euch Twitter hat, aber im Prinzip jeder Content-Creator, jeder Senior von Treyarch, von Activision, von Infinity Ward ist bei Treyarch vertreten, ist bei Twitter vertreten. Treyarch an sich als Entwicklerstudio ist dort vertreten, Activision als Publisher ist dort vertreten. Und die letzten Tage gab es einen unglaublichen Krieg zwischen diesen Fronten und es haben ganz viele nicht mitbekommen. Ich dachte, ich mache da mal heute was Interessantes drüber. Ursache des Ganzen ist im Prinzip das Thema Black Ops 4 und Mikrotransaktionen. Also alles, was man im Spiel kaufen kann oder muss, ob das Waffen sind, Skins, Designs, Waffentarnung, Spezialistenausrüstung, alles Mögliche, was man irgendwie kaufen kann, ist eine Mikrotransaktion. Man gibt also ein bisschen Geld aus und bekommt das dann online, wie diesen Hammer damals für 28 Dollar. Und dieser ganze Krieg oder diese ganze Diskussion darum hat jetzt wirklich Ausmaße angenommen, die ich niemals für möglich gehalten habe. Mark Lamia, das ist der Chairman von Treyarch, sprich der Vorsitzende sozusagen, der hauptverantwortlich für die meisten Dinge ist. Der ist seit Black Ops 3 im täglichen Geschäft mit drinne und entscheidet. Der wurde von einem Twitter-User, der in den letzten Monaten sehr, sehr gut informiert war, was COD angeht, der auch diesen Kotaku-Report vorher schon geleakt hat, wo es darum ging, dass die Black Ops 4-Mitarbeiter wie Sklaven behandelt werden, dass die Boni für die Mitarbeiter rausgekündigt worden sind. Der hat einen Twitter-Post gemacht und hat diesen Mark Lamia direkt angesprochen und gesagt, ich weiß aus sicherer Quelle, du bist allein dafür verantwortlich, wie die Mikrotransaktionen in Black Ops 4 laufen. Der Mark Lamia hat sich überhaupt nicht dazu geäußert, dafür aber Treyarch mit dem Hauptaccount auf Twitter. Treyarch wiederum hat geantwortet, nein, alles was die Spiele betrifft, ob Black Ops 1, 2, 3 oder 4 oder die anderen CODs, die von Treyarch kommen, alles was in-game passiert, was das Design angeht, was die Mikrotransaktion angeht, das alles ist eine gemeinsame Entscheidung zwischen allen Mitarbeitern von Treyarch und Mitarbeitern Verantwortlichen von Activision. Und dann haben die Activision verlinkt. Activision hat diesen Link dann gesehen, beziehungsweise diesen Tweet, und hat wiederum darauf geantwortet. Activision hat im Prinzip wortwörtlich übersetzt gesagt, nein, wir haben mit den Mikrotransaktionen in diesem Spiel gar nichts zu tun. Wir sind auch nicht die Schuldigen daran, dass es so in Black Ops 4 gelaufen ist. Die Community ist schuld daran. Und dann haben sich da ganz, ganz viele große Twitter-User, ob das jetzt Drifter war oder Exclusive Ace, die haben sich alle damit eingemischt und sind natürlich auf Activision raufgegangen, wie so eine Mutter, die ihr kleines Kind beschützt. Und es ist ja klar, also Activision ist der Rechteinhaber von Call of Duty, Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer Games, Raven Studios. Das sind nicht die Publisher, das sind einfach nur die Entwickler, die das Spiel sozusagen fertig machen. Und der Publisher, der es veröffentlicht, ist Activision und die geben ganz klar die Kante vor. Wie soll das Spiel aussehen, um was soll es sich handeln, wie teuer wird es am Ende und. Activision ist mit allem, was sie machen, verantwortlich dafür, dass die COD-Franchise funktioniert. Finanziell in erster Linie vor allen Dingen. Activision hat ganz viel Investoren und Shareholders. Das sind Leute, die jedes Jahr in Activision investieren für die COD-Reihe und. Und da gibt es zweimal im Jahr ein Meeting, wo die Zahlen vorgelegt werden. Und das sind knallharte Zahlen. Wie viele Leute spielen es, wie viel Spielzeit, wie viel wurde umgesetzt, wie viel wurde eingenommen, wie viel wurde ausgegeben. Und umso besser diese Summen insgesamt dastehen, umso mehr sind die Investoren bereit auszugeben, weil sie natürlich einen großen Batzen davon wiederbekommen. Wenn ihr mal zwischendurch guckt, in vielen CODs gibt es irgendwo zwischendurch mal Schleichwerbung, wo ein Auto ist, ist ein Mercedes oder ein Audi oder. Das sind diese Investoren, die da richtig Geld für Activision ausgeben. Activision hat jetzt aber gesagt, dass diese ganzen Mikrotransaktionen ganz allein die Schuld der Community sind. Jetzt könnte man überlegen, warum wir Spieler die Schuldigen dafür sind, dass wir so übers Ohr gehauen werden. Und Activision hat dann nochmal einen Tweet dazu rausgehauen. Die haben das alles jetzt im Nachhinein wieder gelöscht, weil es absolut chaotisch wurde. Und Activision hat geschrieben, naja, aus den letzten Jahren, vor allen Dingen WW2, haben wir festgestellt, dass die Leute neuen Content nach Release gerne hätten. Soweit absolut in Ordnung. Man möchte gerne, in der Zeit sind wir, eigentlich ein fertiges Spiel, wo wöchentlich oder monatlich neue Updates kommen. Neue Waffen, neue Skins, neue Maps, neue Modis, alles was so Content betrifft. Aber Activision hat das so weit getrieben und gesagt, wenn die Leute schon nur 60 Euro zahlen, nur 60 Euro,
wenn man bedenkt, dass die Spiele in den letzten Jahren immer teurer geworden sind und diese Harddisk, das heißt die Spiel-CD, die man sonst beim Mediamarkt so gekauft hat, schon kaum noch existiert, weil man die Sachen einfach runterlädt, dann hat Activision mit dem Vertrieb ja schon deutlich weniger Kosten. Keine Versandgebühren mehr, keine Lagergebühren mehr, keine Produktionskosten mehr, weil es ja eine digitale Version ist, die ist unendlich runterladbar. Das heißt, Activision macht sich schon seit Jahren mit all deren Spieletiteln einen verdammt großen Obolus. Und jetzt haben sie gesagt, wenn die Community unbedingt neuen Content nach Release haben möchte, müssen sie dafür auch zahlen. Und dann sagen sie, dadurch, dass wir auch sehr viel am Anfang von Black Ops 4 umgesetzt haben und auch in WW2 viel umgesetzt haben und auch in Black Ops 3 viel umgesetzt haben, sehen wir überhaupt gar keinen Grund, damit jetzt aufzuhören. Also wurde die Community dafür beschuldigt oder ja, im Prinzip wurde die Community hingestellt wie eine völlig Verblödete, die einfach nur Geld ausgibt und weil sie es machen, kann man es auch so weiterführen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, macht mir ein bisschen Sorge, was Black Ops bzw. Black Ops 5 im nächsten Jahr und MW in diesem Jahr angeht. Jetzt am 1. August werden wir bei Modern Warfare das erste Mal richtig den Multiplayer sehen. Wir werden verschiedene Modi sehen, es sind sehr, sehr viele YouTuber eingeladen, ob das jetzt Haptic ist, ob das Drifter ist, Exclusive Ace, Marksman, Mark of Jay, also ich glaube Dutzende aus dem Carnage-Clan welche. Massi wurde eingeladen, ich glaube der hat in einem Jahr 5 COD-Videos hochgeladen, aber gut, Massi ist auch dabei. Es sind auf jeden Fall ein paar coole und ein paar ziemlich nicht so coole Leute dort eingeladen, die natürlich dafür Geld bekommen und das erste Mal Hand an den Multiplayer anlegen können. Und ich glaube nicht, dass man in diesem Event, was es da gibt, als YouTuber genug sehen kann, um zu sagen, Mikrotransaktionen wird es so viel geben oder so viel oder so viel. Es gibt ja schon wieder zum Vorbestellen diese ganzen Bündel mit diesen Operator Packs mit drin für 60, 90, 120, was weiß ich wie viel Euro. Ich habe das stumpfe Gefühl, dass wir in Black Ops 4 mit den Mikrotransaktionen noch längst nicht am Ende sind. Und es gibt im Prinzip ja nur zwei Optionen dafür. Entweder in MW wird es viel, viel weniger und es wird viel, viel besser. Ein erster Schritt ist ja schon, dass angekündigt wurde, dass alle Maps, die nach Release ins Spiel kommen, frei für alle verfügbar sind. Es gibt in Modern Warfare keinen Season Pass, so wie es den in Black Ops 4 gab. Was natürlich heißt, Activision wird sich irgendwo anders die Kohle holen, die sie sonst über den Season Pass holen. Ob das jetzt vielleicht die Aufsatzvarianten der Waffen sind, dass man Schaft für 2 Euro kauft, einen Griff für 5 Euro. Vielleicht kommt es auch irgendwann so weit, dass man so ein Ticket kaufen muss. Für 100 Multiplayer-Games zahlt man 10 Euro oder sowas. Und wenn ihr die 100 Spiele online hattet, müsst ihr wieder was zahlen. Ich weiß nicht, worauf es hinausläuft, aber am meisten Kohle wurde bisher immer mit den Black Ops-Teilen gemacht, weil Treyarch bisher zumindest eigentlich das beste Entwicklerstudio. Und wenn ihr überlegt, wir haben jetzt MW und wir überspringen dieses eine Jahr und ein Jahr ist nicht viel, dann sind wir schon bei Black Ops 5, was schon wieder exklusiv von Treyarch gemacht wird. Es gibt auch da nur noch zwei Optionen. Entweder Black Ops 5 wird genau das sein, was wir uns von Black Ops 4 erhofft hatten. Das beste Black Ops mit allen Teilen irgendwie integriert, ein geniales Spiel, Treyarch wieder auf dem Höhepunkt. Oder es wird noch schlimmer als Black Ops 4 und wir werden noch mehr zur Tasche gebeten mit einem neuen Season Pass, der vielleicht 100 Euro diesmal kostet, wo man einzelne Waffen dann nur noch kaufen muss oder. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, auf was es hinausläuft, aber dieser Twitter-Krieg hat mir eins gezeigt. In dem Hause Activision, mit den ganzen Entwicklerstudios, ob das Raven Studios ist, Sledgehammer, Treyarch, Infinity Ward, man scheint sich da absolut nicht grün zu sein, was die Ausrichtung der COD-Franchise angeht. Weder jetzt, noch in der Vergangenheit, noch in der Zukunft. Und wenn ich mir das alles ganz genau angucke, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Zweifel, dass wir von dieser Art des Spielerausnehmens wegkommen. Und ich weiß, viele von euch haben mir schon geschrieben, ihr habt hunderte von Euro ausgegeben, weil ihr die Peacekeeper haben wolltet oder weil ihr irgendwie alles haben wolltet, was im Spiel integriert ist. Und ich kann verstehen, dass ihr für euren Lieblingstitel COD gerne was ausgibt. Das ist alles legitim, aber ihr Leute, ihr müsst mir jetzt wirklich zuhören. Bestellt Modern Warfare nicht sofort vor. Macht es erst kurz bevor eine Beta angekündigt wird. Es macht wirklich einen Unterschied, denn wir haben es ja mit dem Kotaku Report schon gelernt.
Activision hat ganz klar niedergelegt, umso mehr Vorbesteller für ein Spiel von vornherein feststehen, umso eher geht man in die Richtung, dass man sagt, das Interesse ist jetzt schon vorher so groß, dass wir auf jeden Fall etwas integrieren, was zusätzlich Geld kostet. Das heißt, macht es nicht, Leute. Bestellt noch nicht vor, wartet noch ein bisschen. Guckt euch am 1. August mit mir zusammen an, was die Multiplayer Gameplays und zeigen, wie das Spiel aussieht im richtigen Multiplayer. Wartet ab, bis die ersten YouTuber, bis egal ob das Haptic ist oder ob ich das bin, wartet ab, bis wir selbst die Hand dran hatten und euch irgendwie ein Statement dazu geben können. Wirklich, viele haben mir geschrieben, sie hätten sich Black Ops 4 niemals gekauft, wenn sie gewusst hätten, wie scheiße es wird. Macht da langsam. Ihr könnt digital immer vorbestellen beim PSN Store. Es wird nicht so sein, dass das Spiel ausverkauft ist. Ihr habt alle Optionen. Also macht entspannt und wartet ab, was da rauskommt. Ich bin sehr, sehr gespannt und lasst uns gucken, was kommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich bin raus. Haut rein.